Da zeigen wir jetzt mal, was wir können. Die Solar Crown ist jetzt in vollem Gange. Die Spannung auf dem Höhepunkt. Wer wird als Sieger aus diesem Rennen hervorgehen? Das frage ich mich auch. Aber wer die Meisterschaft gewinnen sollte eigentlich... Also wer jetzt nicht seinen Favoriten da auf dem Zettel hat, den kann man auch nichts sagen. Also mit für den ist es auch vorbei. Ich war hier... Hier muss man ein bisschen vorsichtiger rangehen. Nicht, dass man in Schleudern kommt. Trotzdem sollte man natürlich versuchen, das Ganze möglichst zügig zu absolvieren hier. Ja, die war recht gut. 2,6 Sekunden Vorsprung. Ist eigentlich eine lockere Geschichte, würde ich sagen. Man darf nur nicht zu viel wollen. Gerade bei diesen Events über mehrere Runden neige ich immer dazu, in irgendeiner Runde dann irgendwann zu schlampen, weil man ja die Strecke schon so gut kennt und wieso das Gefühl hat, dass man schon so gut wie gewonnen hat. Und dann kann das Ganze echt gefährlich werden. So. Eine schöne zackige Rechtskurve. Direkt anschließend wieder links und voll aufs Gas latschen. Und dann geht es, glaube ich, hier schon wieder über Startziel. Drei solche Runden fahren wir. Mal gucken, wie weit jetzt unsere Gegner hinter uns sind. Ja, das meinte ich vorhin mit Schleudern. Da muss man ein bisschen aufpassen. Mir fällt gerade auf, dass dieses Spiel gar keine Ideallinie hat. In Gran Turismo spiele ich recht gerne mit Ideallinie. Und auch bei Formel 1 und so, da fand ich das eigentlich immer ganz cool. Das erleichtert das eigentlich ungemein. Gerade wenn man so unübersichtliche Strecken hat, wie ich sage jetzt mal Nürburgring, dann kommt man da mit den Bremspunkten besser klar. So. 8,13 Sekunden. Das sieht doch eigentlich recht gut aus für uns. Jetzt kommt wieder hier der scharfe Rechts-Links-Wechsel. Ja. Da ging er kurz ein bisschen runter vom Asphalt. Aber wir sind jetzt schon in der letzten Runde. Ah, das hat ein bisschen Zeit gekostet, die Nummer gerade. Mal gucken, was hier geht. Hier probiere ich mich ein bisschen mehr. Ja. Richtig hart am Limit. Ich denke, man kann hier auch auf jeden Fall bessere Zeiten fahren, gerade wenn man sich hier voll drauf konzentriert. Aber ich meine, wir wollen ja das Spiel spielen und hier nicht Weltrekorde aufstellen. Ich finde, das Spiel hat auch wirklich eine sehr schöne Map. Gerade wenn man das jetzt mit anderen Rennspielen vergleicht, die dann doch eher da ein bisschen mau sind, finde ich. Was mir da zum Beispiel einfällt, natürlich ist jetzt, ich spreche jetzt von der PSP-Version von Midnight Club oder auch die PS3-Version von Burnout Paradise. Die fallen mir gerade so spontan ein. Die haben wirklich eine klitzekleine Map. Eine Autobahn, glaube ich, außen rum und der Rest in der Mitte ein bisschen Stadt. Das finde ich jetzt ein bisschen mau. Hier gibt es ja mehrere Städte und halt auch mehrere Autobahnen, auch in, also welche, die durch den Mittelpunkt der Insel gehen, welche, die außenrum gehen, also. Und dann natürlich auch noch zwei Inseln. Und wir sind durch. Meisterschaft gewonnen, würde ich sagen. Mal gucken. Ja, mit 12 Punkten Vorsprung. Weiter. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, wir haben gewonnen. Nichts ihn aufhalten, ein durchschlagender Erfolg für unseren Herausforderer in dieser klassischen Meisterschaft. Ja. Unser Sieg, Level 4 sind wir schon. Miami,
Ja, da hattest du aber Glück in der letzten Meisterschaft. Ich wette, du hältst dich jetzt für was Besonderes. Nun, also wie wäre es mit einem kleinen Rennen? Nur zwischen uns beiden. Ich würde dafür meinen Wagen aufs Spiel setzen. Und ich werde dir zeigen, dass du nicht annähernd so toll bist, wie du denkst. Zumindest nicht im Vergleich zu mir. Nehmen wir das doch an, wenn sie uns ein Duell fordert. 500 Meter, 580 Meter sind's. Ich drehe hier mal. Oh, ja, toll. Warum ist denn das GPS-Signal jetzt abgefallen? Ah, da hinten sieht man aber schon dieses Event. Da geben wir dir jetzt mal richtig was auf die Mütze, würde ich sagen. Wahrscheinlich, weil ich kurz von der Straße abgekommen bin. Vermute ich mal. Und da haben wir unser Event. Jetzt versemmeln wir die mal richtig. Wie zum Teufel hast du mich geschlagen? Dann, wenn sie verliert, kriegen wir ja ihren Wagen und dann haben wir auch so ein schönes Pferdchen, würde ich sagen. Ja, komm. Ja, unser Lancia, der ballert hier richtig weg. Gleich rechts und dann über den Kreisverkehr. Ich probiere mir ein bisschen schon mal die Strecke einzuprägen, soweit ich sehen kann. Ja, die war halbwegs okay. Vielleicht ein bisschen zu langsam. Aber ich denke, da kann man mit leben. Na? Nein, jo. Okay, das wäre es gewesen. Wahrscheinlich wäre ich dagegen gefahren. Aber jetzt haben wir einen recht komfortablen Vorsprung von 7,62 Sekunden. War aber auch... Ah, das war nicht nur ganz nah am Limit. Das ist schon das Limit gewesen, würde ich sagen. Scheiße, jetzt hat sie uns bald. Die lassen wir aber noch hinter uns. Und die Zwischenzeit war wohl noch veraltet. Nach 9,37 Sekunden sieht das nicht aus, wie weit die hinter uns ist. Jedenfalls für meine Augen. So. Dann gucken wir mal, dass wir den Abstand nach Möglichkeit noch mal ein bisschen vergrößern. Das war auf jeden Fall gerade ziemlich fatal. Ich weiß gar nicht, auf einmal haben wir uns ziemlich gedreht. Wahrscheinlich sind wir über irgendwas drüber gefahren. Denke ich mal. So, nächster Checkpoint. Da geht's rechts. Oh, ja. Man merkt, ich bin heute nicht der Konzentrierteste. Es ist auch schon recht spät. Ich bin im Moment, das könnte ich mal erzählen, total die Nachteule. Aber das erzähle ich erst, nachdem wir dieses Rennen beendet haben. So, mal die Ergebnisse anschauen. Keine Sorge, Michael. Wir kaufen dir ein neues. Wie hat die ihre Katze genannt? Michael? So, ich habe diesen schönen Mustang gewonnen für uns. Ah, ich wollte eigentlich nur die Sicht ändern. Naja, ich mag die Farbe jetzt nicht unbedingt. Aber ich meine, es ist ein Muster an. Mann, das wollte ich doch jetzt gerade gar nicht. So. Was ich erzählen wollte, genau. Wir cruisen immer ein bisschen mit unserem neu erworbenen Schätzchen durch die Gegend. Ja, was ich erzählen wollte, ich habe ja im Moment Ferien und ich bin da. Ich habe total den komischen Rhythmus irgendwie reingekriegt. Ich bin, sagen wir mal so, um 4 Uhr nachts noch kein bisschen müde. Aber im Gegenzug, ja, dann sage ich mal, schlafe ich um 5:30 oder so ein und stehe dann am nächsten Tag um 12 Uhr auf und kann dann auch wieder genau wie vorher bis 5:30. Ich finde das total eigenartig. Und man merkt, der Muster, der geht nicht so ganz so gut hier. Auf jeden Fall irgendwie komisch im Moment mit meinem Schlafrhythmus. Und ich kriege das auch im Moment irgendwie gar nicht so raus. Aber ist auch schön, dass man abends noch halbwegs alle beisammen hat. Naja, jetzt im Rennspiel sieht man, dass es wohl doch nicht so ganz so reicht. Also 200 fährt der Mustang definitiv nicht. So wie es aussieht. Aber recht schöne Armaturen, finde ich. Auch ein recht schöner Wagen.
schöne Bremslichter. Wie sieht er denn von vorne aus? Mit Licht, ohne Licht? Ich mag ja Mustern eigentlich. Ist einfach Kult, würde ich sagen. Kult. So, was wir jetzt machen? Fragt ihr euch bestimmt schon. Was haben wir denn da Schönes? Da, bis da oben kommen wir, glaube ich, nicht in der Zeit. Wir machen, glaube ich, mal hier, wir schieben jetzt mal hier so ein Event dazwischen. Was haben, wo sind wir denn am nächsten dran? Bin ich ja mal gespannt, wie man da hinkommen kann. Ein extremer Konvoi, da müssen wir eine, einen Camaro müssen wir transportieren, was ich mir gerade aufgefallen ist, als ich die Karte gesehen habe. Oh, über 20 Kilometer. Das dauert ja ein paar Minuten. Wir können uns hier absetzen. Man kann sich also auf Straßen, die man schon gefahren ist, ja, absetzen lassen. Eigentlich sollte ich jetzt vielleicht besser unseren anderen Wagen nehmen, aber ich meine, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Man merkt, ich wollte eigentlich nur die ganze Zeit die Sicht wechseln. Ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Aber ich denke mal, bevor ich jetzt nach Hause gefahren bin, den Wagen gewechselt hat, kann man besser direkt mit denen hier fahren. Und wir können dann da ein bisschen Geld einheimsen noch. Weil wir brauchen bald ein eigenes neues Haus. Da wir jetzt schon ziemlich viele Autos haben. Beziehungsweise zwei Stück. Und das Anfängerhaus ist halt für zwei Autos konzipiert. Und dann braucht man am besten etwas Größeres im Anschluss direkt. Damit, oh, ganz kleiner Ruckler, der wäre fast fatal gewesen. Ich habe eigentlich kaum Performance einbußen bei dem Spiel. Ich spiele die ganze Zeit so stabil mit 50 FPS. Man merkt schon, ich will hier ein bisschen Gas geben. Ich fahre hier ganz erbarmungslos immer überholen. Auch wenn es eigentlich schon gar nicht mehr geht. Es läuft. Dem Mustern klingt ehrlich gesagt ziemlich scheiße bei 193, also bei Maximalgeschwindigkeit. So ein bisschen wie ein Rasenmäher. Vielleicht ein bisschen mies. Das sozusagen. Oh, der hat aber gute Bremsen. Oh, scheiße. Jetzt machen wir hier so eine Schlammschlacht. Mal gucken, wie viel er denn hier im Schlamm schafft. Bei der Schlammschaft. Knappe 100. Oder schafft er 100? Bin ich mal gespannt. Wir brauchen bald ein Offroad-Fahrzeug. Und da bin ich mal gespannt, was nehmen wir? Nehmen wir einen Touran? Nehmen wir einen Hammer? Was bietet sich da an? Touran ist ja schon eher so ein Luxus-SUV. Müsste man da dann natürlich... Ja, endlich wieder eine vernünftige Straße. Wurde aber auch Zeit. Ich mag es nicht, mit normalen Autos hier über den Schotter zu fahren. Wie fahren wir denn jetzt? Einmal gucken. Okay. Der Vorteil von dieser Strecke ist natürlich auch, wir waren dann schon mal da oben und wissen, ja, und können uns dann einfach auf die Straßen, auf der wir... Oh, man merkt, der Mustang dreht gut durch. Dass wir uns dann auf die Straßen da oben setzen können. Dann müssen wir demnächst nicht mehr so weite Wege fahren. Biegen Sie rechts ab. Och Manno, schon wieder Offroad. Toll. Mag ich nicht. Weil die Nicht-Offroad-Wagen, die sind hier sehr langsam. Ach, ich werde es nie lernen mit der Steuerung. Ich möchte die eigentlich die ganze Zeit immer hier Steuerung umschalten, aber bei Gran Turismo, was ich hier auch noch spiele, ist das natürlich anders. So, ist das eine Wackelkiste hier? Ja, aber ich spiele nach wie vor am liebsten hier drauf. Da hinten ist eine Rakete im Wald.